Weil er den christlichen Glauben über alles schätzte, ließ Karl der Große in Aachen eine herrliche Basilika bauen, so der Mönch Einhard, Karls Biograf. Diese herrliche Basilika war die Pfalzkapelle, ein achtseitiger Zentralbau, die architektonische Mitte des Aachener Doms. Am Fuß des Westturms erhebt sich das Hauptportal. Ein mächtiges karolingisches Bronzetor, dessen über 2 Tonnen schwere Flügel aus einem Stück gegossen sind. In seiner klaren, ruhigen Form erinnert das Portal an römisch-antike Vorbilder. Die Vorhalle. Hier begann im Mittelalter mit der Thronsetzung die Krönungszeremonie für die deutschen Könige. Bei ihrem Auszug, so wird vermutet, schworen sie dann beim Pinienzapfen und bei der Bären für das Wohl und den Schutz des Volkes zu sorgen. Mit der Pfalzkapelle schuf Karl der Große vor über 1000 Jahren das religiöse Zentrum seines Frankenreiches. Maria geweiht ist die Kapelle ein Abbild des himmlischen Jerusalem und bürgt für die Anwesenheit Gottes auf Erden und damit für den Bestand des Reiches. Am Beginn der Geschichte des Aachener Doms stehen Heilquellen. Dem keltischen Gott Granus geweiht, umbauten die Römer sie mit Thermen für ihre Grenzlegionäre und nannten den Ort Aquae Grandi, die Quellen des Granus. Pippin, Karls Vater, schätzte die Thermen. Auf den Fundamenten eines römischen Tempels baute er eine christliche Kapelle. Karl verbrachte hier oft und gerne seinen Winteraufenthalt. Sicher ein Grund mit, an diesem Ort seine Königspfalz zu errichten. Über der Kirche seines Vaters ließ er damals die Pfalzkapelle erbauen. Aus einem 16-seitigen, doppelstöckigen Umgang erwächst turmartig der 8-seitige, sparsam gegliederte Zentralbau. Ein Kranz von Kapellen hat sich im Laufe der Jahrhunderte so dicht um die Pfalzkapelle gelegt, dass sie dahinter fast verschwindet. Ihr schlichtes Mauerwerk, ihre verwitterten karolingischen Kapitelle und das Faltdach ihrer Kuppel, sie alle lassen nur etwas ahnen von der Schönheit, die sie umschließen und warum der Aachener Dom bis heute die Menschen anzieht. Meter über dem Erdboden entfaltet das Klostergewölbe seinen Glanz. Achtseitig wie der Grundriss erinnert es daran, dass Jesus am Tag nach dem Sabbat, dem 8. Schöpfungstag, auferstand. Daher war die 8 für die mittelalterliche Theologie die Zahl der Vollendung. Das gläubige Volk auf Erden war angeführt von seinem König unterwegs zu dieser Vollendung, begleitet von den Priestern, die durch Gebet und Gottesdienst dafür zu sorgen hatten, dass das gemeinsame Ziel erreicht wird, zum Wohle des Reiches. Aus der Kuppel herab senkt sich der große, von Kaiser Barbarossa gestiftete Radleuchter, ein Abbild der neuen Stadt Jerusalem, die vom Himmel herabkommt. 8 große und 8 kleine Türme zieren ihn, wie es der Maßzahl der Kirche entspricht. Mit Gittern und Türen aus massiver Bronze schmückte Karl seine Pfalzkapelle, berichtet sein Biograf Einhard weiter. Die Bronzegitter sind heute noch zu bewundern. Als Brüstung umlaufen sie den Emporengang. Die hohen Bogenöffnungen der Empore ziehen den Blick nach oben. Ihre Säulen bestechen durch ihr ruhevolles Maß. Karl ließ sie aus Rom und Ravenna kommen.
Sie dokumentieren seinen Machtanspruch, Nachfolger der römischen Kaiser zu sein. Im Westjoch der Empore steht der Königsthron. Ob er da schon immer stand, ist umstritten, ebenso ob er Karls Herrschersitz war. Sicher ist, dass er den Thron Salomons symbolisiert, denn auch zu ihm führen 6 Stufen hinauf. Im Kreise seiner gelehrten Freunde nannte sich Karl König David. Er sah sich in einer Reihe mit den Königen des Alten Testaments. Ähnlich empfanden die nachfolgenden deutschen Könige. 30 von ihnen wurden hier entthronisiert. Wer auf dem Thron saß, konnte alle sehen und von allen gesehen werden, hält ein Chronist von damals fest. Das war wichtig. Denn der König vertrat den im Himmel thronenden Christus auf Erden. Von ihm hatte er seinen Auftrag zu herrschen. Der 8-seitige Grundriss zeigt, dass Karl mit seiner Kirche etwas Neues schaffen wollte. Die 8 symbolisiert die neue Schöpfung, die mit Christus begonnen hatte. Im Zentrum des Oktogons, in der Mitte dieser neuen Schöpfung, stand jahrhundertelang Karls Schrein, ein Meisterwerk staufischer Goldschmiedekunst. Friedrich II. Ließ Karls Gebeine Anfang 1200 in diesem Schrein beisetzen. An seinen beiden Seiten thronen statt der Apostel je 8 Könige und Kaiser. Dadurch bekräftigen sie, dass ihre Macht Gott gegeben heilig ist. Die Stirnseite des Schreins zeigt Karl genau unter Gott, der sich in der Gestalt des Weltenherrschers Christus offenbart. Segnend bestätigt er Karl als seinen Stellvertreter auf Erden. Beide bilden die Weltachse. Das berühmte Lothar-Kreuz aus dem Aachener Domschatz bezeugt eine noch kühnere Idee. Der König ist der neue Augustus und als solcher verkörpert er Christus. Karl starb 814, im 72. Lebensjahr, wie sein Biograf Einhard berichtet. Bestattet wurde er wahrscheinlich in diesem römischen Sarkophag. Antike und karolingisches Reichsdenken durchdringen sich auch hier. Der Sarkophag schildert den Raub der Göttin Proserpina durch Pluto, den Gott der Unterwelt, der sie gewaltsam zu seiner Frau macht. Es ist ein Auferstehungsmythos. Und das Gespann des Pluto wurde vielleicht gedeutet als der feurige Wagen, der den Propheten Elias in den Himmel entführte. Die Menschen pilgerten zu Karls Grab und zu den 4 großen Aachener Heiligtümern, den Kleiderreliquien von Maria, Jesus und Johannes dem Täufer. Unter Karl waren sie nach Aachen gekommen und wurden als Reichsreliquien verehrt. Der Strom der Pilger verlangte nach mehr Raum. Eine Kapelle nach der anderen wurde daher dem Zentralbau, dem Oktogon, angefügt. Anders als dieses entfalten sie auch nach außen ihre triumphale Schönheit. Thank you.
Das Oktogon wurde wahrscheinlich gegen 800 vollendet. 600 Jahre später erfährt es eine tiefgreifende Veränderung. Um einen würdigen Raum für den Karlsschrein zu schaffen, wird ihm im Osten ein gotischer Chor vorgelagert. Eine kühne Konstruktion zur Ehre Gottes und seiner selbstbewussten Erbauer. Alles strebt hier nach oben, zum Schlussstein, der Christus darstellt. Unten in der Reihe der Apostel aber steht ganz vorne Karl, gleich neben Maria. Herausragender könnte seine Stellung nicht sein. In 32 Meter Höhe überspannt das Gewölbe den Chorraum. Seine überhohen Glasfenster lösen die Schwere der Wände auf und machen ihn zu einem gläsernen Schrein für die Reliquien des Aachener Doms. An der Südseite des Ostchors klebt, leicht zu übersehen, die Heinrichkanzel, ein verborgener Schatz aus Gold, Edelsteinen und Kristallen. Dem König oblag es, den neuen Glauben verkünden zu lassen. Für das Wort Gottes aber war kein Schmuck gut genug, denn Wertvolleres als dieses gab es nicht. Karl wollte Einheit stiften zwischen Antike und Frankenreich, zwischen geistlicher und weltlicher Macht, zwischen Himmel und Erde. Diese Vision, Stein geworden im Oktogon, fasziniert die Menschen bis heute.